Ja, hallo, jedes Jahr im März sind ungefähr die Vergleichsarbeiten in Nordrhein-Westfalen und es gibt diese tolle Seite iqb.hu-berlin.de. Das ist das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen und die bieten auf ihrer Internetseite Beispielaufgaben für die Vergleichsarbeiten an. Zum Beispiel diese. Ein Zimmer, das 4 Meter lang und 5 Meter breit ist, soll renoviert werden. Die Renovierung ist fast beendet und nur die Fußleisten fehlen noch. Teilaufgabe 1. Gib an, wie viele Fußleisten von je 2,50 m man mindestens braucht. Die Breite der Tür soll vernachlässigt werden. Okay, also wir stellen uns vor, wir haben einen Raum, der wahrscheinlich rechteckig ist. Und der ist 5 Meter und 4 Meter. Und die Fußleisten, die werden ja hier an den Wänden angebracht. Also quasi eine, zwei, drei, vier Wände. Und irgendwo ist die Tür, das soll man mitrechnen. So, jetzt wollen die wissen, wie der Umfang ist. Umfang ist gleich 2 mal a plus 2 mal b. Und das ist gleich 2 mal 5 Meter plus 2 mal 4 Meter gleich 18 Meter. So, 18 Meter. Und ihr habt 2,5 Meter lange Fußleisten. Jetzt kann man hochrechnen. 17,5 wäre zu wenig. Also 20 Meter. Und das sind 8 Fußleisten. Ja, weil 4 Fußleisten sind 10 Meter. Dann sind 8 Fußleisten gleich 20 Meter und somit kommt man mit den 18 Metern hin. Teilaufgabe 2. Eine Fußleiste von 2,50 m kostet 3 Euro. Gib an, wie teuer 30 Meter Fußleisten sind. So, wir wissen aus der ersten Teilaufgabe, 8 Fußleisten sind 20 Meter, also sind 12 Fußleisten gleich 30 Meter, also 12 mal 3 sind 36. Ja, die wollen also, dass ihr mit verschiedenen Maßen rechnet, mit verschiedenen Längenmaßen, dass ihr mit verschiedenen in verschiedene Richtungen rechnet, den Dreisatz anwendet. Und wenn eine Fußleiste 3 Euro kostet, dann kosten 10 Fußleisten 30 Euro. Und so kann man dann halt eben oft auf sein Ergebnis. Gar nicht so schwer. Einfach nicht stressen lassen und genau nachdenken. Eine Zeichnung machen, das hilft immer. Und dann klappt es auch. Danke fürs Zuschauen.